Willkommen und herzlich willkommen hier bei Hannibal's Kitchen. Natürlich ist das hier nur ein Spielzeug, denn das ist heute unsere James-Bond-Episode hier. Und zwar haben wir heute den Cocktail aus Casino Royale, die Vespa, den Martini im Vespa-Stil. Warum ich mich dazu entschlossen habe, ganz einfach, Mads Mikkelsen, Hannibal, spielt ja bei James Bond Casino Royale den Chiffre. Und demzufolge hier das Cocktailrezept für die Vespa. So, wir starten, indem wir Eis in unser Martini-Glas geben und das Ganze dann mit kaltem Wasser auffüllen, damit das Glas schon mal gut gekühlt ist. Dann geben wir den Rest Wasser wieder aus dem Shaker und geben auch in diesen schon eine gute Hand Eis. Jetzt geht's los mit 3 cl London Dry Gin, 2 cl Wodka und 2 cl Lillet. Den Shaker verschließen und shake, 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 shake your booty, shake your booty, shake, 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 shake your booty, shake your booty. Nun, da wir fleißig geschüttelt haben, entleeren wir unser Martini-Glas von dem Eis und dem kalten Wasser und geben unsere Zitronenschale hinzu. Wer keinen Zestenzieher hat, so wie ich, der schneidet einfach so dünne Streifen von der Schale ab und gießt nun unseren gut gekühlten Martini Vespa oben auf. Und Prost! So, da sind wir jetzt hier fertig mit dem Schütteln im Wohnzimmer angekommen. Ich dachte mir, komm, dann stellen wir uns doch neben den Le Chiffre, wenn wir schon jetzt hier so einen James-Bond-Cocktail machen. Probieren wir das Ganze jetzt mal. Es schmeckt irgendwo wirklich, ich möchte fast fruchtig sagen. Aber es ist schon ein sehr, sehr starker Cocktail, muss man sagen. Also wenn man davon einen getrunken hat, definitiv ist die Lampe an. Ping! Deswegen, wenn ihr sowas draußen trinken wollt, ich würde euch vorschlagen, habt vorher gegessen. Sonst ist der Abend ganz, ganz schnell gelaufen. Aber es ist wirklich ein sehr starkes Getränk. Also das ist nichts, was man jetzt so wegschüttet. Das ist wirklich was, da nippt man was länger dran. Also nicht wie die das hier im Fernsehen machen, hier so, ne? Schön vorsichtig, immer mit dem Alkohol und don't drive when you drink. Wir sehen uns hier bald wieder bei Hannibal's Kitchen. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, einen wunderschönen Abend und ich freue mich über jedes Abo, jedes Teilen meiner Links. Schönen Abend oder morgen oder Mittag. Wie spät ist es jetzt eigentlich, dass du dir ein Cocktailvideo anguckst?